Kids, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wisst ihr, was heute für ein cooler Tag in unserer Church war? Heute war Taufe. Ihr fragt euch sicher, Taufe, was bedeutet denn das? Ich will euch es mal kurz erklären. Taufe bedeutet, dass wir Christen, die wir Jesus schon angenommen haben, uns öffentlich bekennen zum Vater, dass wir öffentlich zu Jesus stehen, dass wir ein Kind Gottes sind. Einfach auch Gott die Ehre geben und sagen, schau her, ich stehe mit ganzem Herzen zu dir und ich glaube, dass du mein Vater bist, dass du in meinem Leben an erster Stelle stehst. Ich erzähle euch mal kurz, wie das so bei mir war mit meiner Taufe. Also das ist jetzt schon 4 Jahre her. Und es war auch wie heute am Fuhler Baggersee damals. Und unser lieber Pastor Toni und der Sigi, die haben uns, also wir waren mehrere, die sich dazu entschieden haben, sich taufen zu lassen, die haben uns dann am Fuhler Baggersee empfangen. Und jeder von uns musste dann einzeln ins Wasser kommen. Ich will euch das mal kurz zeigen. Ich habe da noch ein Foto von mir, damit ihr euch ein bisschen vorstellen könnt, wie das so abgelaufen ist. Und zwar ging ich dann ins Wasser, Toni und Sigi standen neben mir, so sah das aus, und ich habe dann öffentlich gesagt, ich glaube an Jesus und dass Jesus mein Herr ist. Und dann haben die beiden mich einfach rückwärts ins Wasser fallen lassen und dann wieder nach oben gezogen, nachdem ich komplett mit Wasser bedeckt war. Und ich sage euch eins, als ich aus dem Wasser kam, das war so ein Mega-Gefühl, zu zeigen, dass Gott an erster Stelle in meinem Leben steht, dass ich ein Kind Gottes bin. Und ich bin mir sicher, Gott hat im Himmel eine Party gefeiert, weil er gesehen hat, wow, sie ist mein Kind. Also ich spreche jetzt mal von mir. Da bestimmt gedacht, wow, wie cool, sie steht zu mir, sie ist jetzt auch ein Kind Gottes. Und in der Bibel gibt es mehrere so Verse über Taufe. Ich will euch einmal kurz sagen, und zwar in Markus 1, Vers 10 steht, als Jesus sich taufen hat lassen und aus dem Wasser stieg, ging der Himmel auf und es kam wie eine Taube über ihn und Gott sprach, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich mich von ganzem Herzen freue. Ja, und so ist es auch, wenn wir uns taufen lassen. Gott freut sich. Gott freut sich, dass wir ihm die Ehre geben, dass er für uns an erster Stelle steht. Und ich will euch ermutigen und euch das ans Herz legen. Redet mal mit ein paar Leuten, auch mit jungen Leuten in unserer Church, die sich schon taufen haben lassen, was für ein Gefühl das ist und was für ein Mega-Ereignis das für uns selber ist, wenn wir uns taufen lassen und für Gott, weil er einfach sieht, wir stehen zu ihm öffentlich. Damals, als ich mich taufen habe lassen, war meine Familie dabei, mein Mann und meine Tochter und von den anderen Täuflingen waren auch Angehörige dabei und einige von unserer Church nur so als Zuschauer und es war einfach ein super cooles Event und ich möchte euch das ans Herz legen, wenn ihr cool seid und wenn ihr sagt, oh, ich bin jetzt 9 oder 10, aber ich will, dass alle Welt sieht, dass Gott mein Herr ist und ich möchte mich taufen lassen, dann sprecht einfach mit Leuten von der Church oder mit euren Eltern und die werden dann das Ganze in die Wege leiten. Ja, das war jetzt heute mein Thema über Taufe und ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen vermitteln, wie das so abläuft. Und wie gesagt, fragt einfach Leute, die das schon hinter sich haben und ihr werdet sehen, es wird euch ermutigen und ihr werdet es auch haben wollen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gesegnete Woche und vor allem nächste Woche sind ja Ferien. Wünsche ich euch schöne Ferien und wir sehen uns nach den Ferien im September bei Kidzone wieder live. Und ihr werdet erstaunt sein, wir haben ein neues Programm und es ist für jeden was dabei und es wird einfach nur mega cool. Sei dabei, freu dich auf die Ferien und freut euch darauf, dass wir uns nach den Ferien wieder in unserer Church live sehen dürfen. Bis bald, in dem Sinne, macht es gut, ciao!